Die Angaben auf dem Zurgurt-Etikett bedeuten: PES, Polyester, das Material, aus welchem dieser Gurt hergestellt worden ist, 100%. Die Dehnung, die dieser Stoff aufweist, maximal 5%. Der Sicherheitshinweis darf nicht zum Heben verwendet werden, sondern nur zum Zurren oder Spannen. Dann hier, welcher Norm dieser Gurt entspricht, Deutsch-Industrienorm bzw. Europanorm. Hier mit LG wird die Länge angegeben, auf die wir gleich kommen. Und LC bedeutet Lashing-Kapazität bzw. Zugkraft im geraden Zug. Die Zugkraft hier bei diesem Spanngurt beträgt 2500 Dekanuten, das entspricht 2,5 Tonnen. STF, Standard Tension Force, die normale Vorspannkraft. Und hier SHF, Standard Hand Force, die normale Handkraft. Kommen wir nun zu den Angaben. LG, der komplette Gurt mit der Ratsche und dem Gurt ist 8 Meter lang. Das wird hier angegeben. LGF, 0,5 Meter bedeutet, beziehungsweise ist gemessen, von diesem Punkt bis zu diesem Punkt 1,5 Meter. Die andere Angabe, hier 7,5 Meter, gibt die Länge an des Gurtes. Also die Ratsche gemessen an diesem Punkt bis zur Nase 1,5 Meter und hier der Gurt vom Anfang bis zur Nase 7,5 Meter, kommen wir auf 8 Meter. Des Weiteren noch das Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum sagt aus, wenn der Gurt hergestellt worden ist. Es gibt kein Datum, ein Verfallsdatum, wenn der Gurt ablegereif ist. Der Gurt hat nur in regelmäßigen Abständen von einem Sachverständigen zu überprüft werden bzw. kontrolliert zu werden. Des Weiteren noch hier die Herstellungsidentnummer des Herstellers und hier die Angabe des Herstellers.